Ja, für die Fahrt ans Schwarze Meer noch Geld abholen. Rappelvoll. 35 Nummern waren eben vor uns. Wir sind das dritte Mal schon hier. Ja, sie sitzen hier am Brunnen, frisch gepresster O-Saft und warten hier, ne? Zum Wohl. Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, ich hatte es ja bereits schon angekündigt gehabt. Wir werden nach Karadeniz fahren, also wir werden ans Schwarze Meer fahren. Die Strecke sind knapp 1100 Kilometer. Wir werden aber einen kleinen Umweg fahren. Wir werden einen Stopp in Ankara machen und werden uns da ein bisschen umschauen, das eine oder andere. Das heißt, es werden ein paar Videos kommen. Wir werden bis Sonntag, glaube ich, da sein. Sonntag, Montag irgendwie. Müssen wir mal schauen. Wir haben geplant, in Ankara zu stoppen, klar. Dann werden wir Çorum, was haben wir noch auf dem Weg? Samsun, ja, Ordu, Giresun, ja, Trabzon, bisschen Herje Trabzon, ne? Dann wahrscheinlich noch nach Rize, müssen wir mal schauen. Also wir haben geplant, oben so lang zu fahren. Die Türken können damit etwas anfangen, die Deutschen wahrscheinlich nicht. Und auf dem Rückweg genau Spiegelverkehr zu fahren. Dann Richtung Gaziantep. Was haben wir denn noch nach Gaziantep? Adana, genau richtig, Anamur. Und dann wieder nach Alanya. Müssen wir mal schauen, wie wir durchkommen. Ist auf jeden Fall viel, viel, viel Fahrerei. Aber ich hatte euch das ja versprochen. Wie gesagt, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen was essen schnell happen, damit meine Frau da nicht noch mal spülen muss und dies und das. Wir haben soweit alles fertig gemacht. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Ja, ihr Lieben, die Sonne geht langsam unter. Wir haben 7:45. So, hier auf der rechten ist Alis neues Café, by the way. Der fährt auch Geist, wie man sieht. So ist das. Ja, unsere schönen kleinen Berge, die wir kennen und lieben. Also wie wir sehen, wir haben jetzt auch nicht so das tolle Wetter heute. Es ist zwar natürlich warm, klar. Aber auch ein bisschen bewölkt ist abends, tagsüber war es ganz okay. Wir müssen auch noch ein bisschen hier Proviant holen. Red Bull, ganz wichtig. Dann wird gleich noch ein bisschen was gearbeitet. Ja, ein bisschen, der Rubel muss ja räumen. Ja, dann gucken, dass man ein bisschen Schlaf findet und dann fahren wir morgen früh dann los, inshallah. Ja, und da sind wir auch schon hier, ne? Ja, kein Açık Ayran, sondern normal vorab. Das Wichtigste ist klar, ohne Ayran geht gar nicht. Da kommt der fleißigste Mitarbeiter der Welt. Oh, Sabibe. Çalış Tembel Türk. Çay istiyor musun abi? Sever mi? Ya. Ich will dafür Madame Badakları gemacht. Tamam, tamam. Der ist ein Spezialist, der war gestern in Mahmutlar. Stimme Mahmutlar. Ja. Und ist 30 Minuten im Fahrstuhl stecken geblieben. Es ist gekommen. Ich habe zwei bestellt. Der kostet Dokus Stimme. Dokus on 10 Lira mit Ayran. Also 1 Euro, schlag mich tot, keine 2 Euro, 1,80, was weiß ich. Ich habe zwei bestellt, weil ich brauche ja auch Proviant für morgen früh. Der geht mit nach Hause und der gibt es jetzt Abendbrot und dann Frühstück leider das gleiche für auf dem Weg. Ja, muss sein, ne? Ja, gestärkt. Die Nachbarinnen sind noch vorbeigekommen auf den Chai. Haben wir noch einen Chai getrunken und jetzt geht es erstmal wieder Mikros. Ja, ich weiß, ist teuer, aber der ist halt auf der anderen Straßenseite. Und außerdem brauchen wir halt noch Proviant, ne? Ja, noch Proviant kaufen. Rappelvoll. Ja, haben wir alles geholt, Proviant, ne? Hui.
Wait a minute. Oh. Oh. Hi. Dalmatina. Ich habe ein Dalmatiner-Gebild. Nein. Und dann hat er noch hier schwarz wie Adolf Hitler. Was ist ja Hitler-Gebild? Ist ja Hitler-Gebild? Mein Führer. Okay. Die chillt einfach ihr Leben. Scheiße, wir wollen hier durchgehen. Die spritzt das überall. Das könnt ihr das sehen? Ich sehe überall die Sprinkleranlagen, ne? Ah, scheiße, schon wieder. Seht ihr das? Ja. Ja. Da wird man unfreiwillig geduscht. So ist das in der Diktatur, du. Sag ich hier. Leben am Limit. Ja, und da sind wir wieder auf dem Weg in die Heimat. Ich vermisse das Mittelmeer jetzt schon, wenn ich dran denke. So, endlich zu Hause wieder angekommen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie wir ungefähr fahren werden. Und zwar, wir sind ja hier unten, Alanya. Wir fahren klar Richtung Antalya. Normalerweise wäre die Strecke hier hoch über Konya, weiter bis Karikale. Dann würde es hier in Richtung Chorum gehen und dann hier weiter runter Richtung Samsun. Aber wir werden ein bisschen anders fahren. Wir werden über klar die gleiche Strecke fahren. Dann werden wir entweder durch Konya. Ja, durch Konya werden wir auf jeden Fall fahren. Dann werden wir hier hochfahren bis Paschadal. Und dann werden wir Richtung Gölbaşı nach Ankara fahren. Und dann werden wir dann da ein bisschen uns umschauen für euch. Und dann werden wir weiter Richtung Çorum. Und dann hier hoch nach Samsun. Dann wird es weitergehen Richtung Ordo und dann Giresun, Bulanjak. Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr ein bisschen was gesehen. Also wir werden oben lang fahren und den Rückweg werden wir unten lang fahren. Das werde ich euch dann aber auch noch zu gegebener Zeit zeigen. Ich werde jetzt gleich noch schnell das Video fertig machen. Dann werde ich noch 2-3 Stündchen arbeiten, weil wir haben es ja auch schon spät und dann muss ich morgen wieder um 5 Uhr aufstehen oder um 5:30 und dann wird direkt zeitig losgefahren, dass wir auch gut durchkommen nach Ankara, weil die Strecke ist ein bisschen weit. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen, könnt ihr über meine Patreon-Page machen. Das könnt ihr auch über PayPal machen natürlich und über PayPal.me. Würde ich mich sehr freuen, weil die Wege sind weit und ja, die ganze Strecke wird so ungefähr, ich denke mal so mit dem Umweg über Ankara, 12 Stunden ungefähr dauern, denke ich mir, eine Tour. Und dann, wie gesagt, auf den Punkten werden wir schauen, was wir davon erledigt bekommen für euch. Und dann kommen die Videos dann ungefähr 2 Wochen später. Ich habe natürlich einige Videos auch vorproduziert. Die sind auf dem Rechner drauf. Und die werde ich jetzt so im Laufe der Woche, wenn ich nicht da bin, werde ich immer so eins releasen, also veröffentlichen, dass ihr dann da immer so in einem 2-Tages-Zyklus oder was habt. Und dann werde ich ein bisschen was produzieren. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wenn euch der Kanal gefällt, einen Daumen würde ich mich sehr freuen. Über ein Teilen in den Social Medias. Noch viel mehr. Und natürlich auch über ein Abo. Ich habe heute Instagram durchgeguckt. Und da fällt mir ein, ich wollte noch jemanden grüßen. Schöne Grüße an dich, lieber Ali. Super, dass du meinen Kanal abonniert hast. Und super, dass ihr mit der Familie die Videos guckt. Freut mich sehr. Schöne Grüße an euch und ich würde sagen, ich mache mich mal an die Arbeit. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.